Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Chris, dem Magazin auf YouTube, in dem ich eure Fragen beantworte. Ja, und heute habe ich mir mal wieder 10 Fragen rausgesucht. Bevor ich loslege, noch kurz der Hinweis. Hinter mir seht ihr das Meer und eine Bucht, denn ich befinde mich gerade mitten in meinem Urlaub auf Gran Canaria. Hier seht ihr auch nochmal einen Jacuzzi, den wir hier haben. Und ich bin super entspannt und nehme jetzt dieses Video auf, wenn jetzt ein oder andere sagt, hey Chris, warum arbeitest du denn im Urlaub? Ja, falls das als Frage kommen sollte, die Antwort vorweg. Für mich sind diese Videos keine Arbeit, sondern es macht mir extrem viel Spaß, diese aufzunehmen. Und natürlich bringen sie mir auch nicht mein Hauptgeld ein, weil wie gesagt, mein Geld verdiene ich mit anderen Businessen. Das hier ist für mich ein wenig inspirieren, etwas zurückgeben und natürlich auch ein wenig Geld verdienen, aber auch sehr viel Fun haben, ja, in den Videos. So, legen wir los. Ich möchte euch denn nicht länger auf die Folter spannen. Okay, lese die Frage übrigens jetzt von meinem iPhone vor, weil ihr letztens in den letzten Folgen gesagt habt, hey Chris, ist ein super Format, ja. Wie gesagt, erst hattet ihr gesagt, kein Greenscreen, dann war ich zu Hause oder in natürlicheren Umgebungen und habt ihr gesagt, ja, ist auch cool, aber lese die Fragen selbst vor, keine Sprecherstimme mehr. Und das tue ich jetzt, ja. Ich lese die Fragen jetzt selbst vor und gebt mir gerne dann auch unter diesem Video zusätzlich zu den neuen Fragen, die ihr habt, hier unten am Feedback, wie ihr dieses Video fandet, ja. Oder dieses Format, jetzt ist die Fragen selbst vorlesen. Fangen wir an. Erste Frage von iKai98i oder sagen wir einfach Kai, ja. iKai. Jetzt muss ich mal gucken. Hast du eine Morgen- und oder Abendroutine? Wenn ja, wie sehen sie aus? Ja, habe ich, und ich habe es aber auch schon in einem anderen Video gesagt, ich bin persönlich kein zu großer Fan davon, zu viele Routinen in meinem Leben zu installieren. Warum nicht? Ganz einfach, weil ich glaube, dass man dann zu ernst wird. Ich kenne sehr viele Leute, die dadurch, ich will nicht sagen ernst geworden sind, aber du schränkst dich auch extrem ein. Das heißt, wenn du den ganzen Alltag voll von Routinen hast, dann bist du sehr, sehr eingeschränkt. Und deswegen höre ich auch da oder wende ich auch hier wieder das Pareto-Prinzip an, 80-20. 20% der Routinen bringen 80% des Ergebnisses und das hier sind meine 20%. Routine Nummer 1, ganz wichtig, nach dem Aufstehen 1,5 Liter Wasser trinken. Warum? Weil wir im Schlaf dehydrieren. Das heißt also, wenn wir schlafen, dehydriert unser Körper, und indem wir morgens Wasser trinken, wirken wir dem sofort entgegen. Ja? Das heißt also, direkt nach dem Aufstehen 1,5 Liter Wasser trinken. Das ist Routine Nummer 1. Routine Nummer 2, und das ist eine Sache, die ich für mich festgestellt habe. Es hat auch nichts mit Abnehmen zu tun, sondern geht rein um den Fokus. Ich esse in der Zeit, wo ich fokussiert arbeite, keine Kohlenhydrate mehr. Warum? Hat das mit dem Insulin zu tun? Ich fühle mich dann sehr, sehr schlapp und bin fokussierter, wenn ich in der Zeit keine Kohlenhydrate esse. Ist aber, wie gesagt, auch vielleicht eine Ansichtssache, der eine so, der andere so. Ist aber eine Routine von mir, und ich esse in der Zeit sehr viel Protein, also Eiweiß, und ich esse sehr, sehr viel Brokkoli. Ja? Auch das ist für mich eine sehr wichtige Sache, konsistent halt guten Brokkoli zu essen, genauso wie Omega-3-Fettsäuren, die ich jeden Tag zu mir nehme in Form von Nüssen, Avocados oder sowas. Wie gesagt, 80-20, achte darauf, dass ich wirklich mit 20% des Ergebnisses, des Aufwands 80% des Ergebnisses erziele. Das ist eine Routine. Dann, was ich gerade vergessen hätte, nach dem Aufstehen lerne ich ungefähr eine Stunde. Ja, das ist einfach nur wirklich lernen. Das kann Lesen sein, das kann Coaching sein. Ich mixe das auch ganz oft, mal ein Hörbuch und so weiter. Man muss das Ganze nicht hören, man muss nicht sagen, okay, ich lese nur, wenn ich aufstehe. Ja, das wäre nämlich dann wieder zu ernst. Aber ein guter Mix ist nicht schlecht. Ja. Genau, das sind so die grundsätzlichen Routinen, die ich durchführe. Und natürlich, dann versuche ich jeden bis jeden zweiten Tag Sport zu machen. Das mache ich dann abends und direkt danach oder eine Stunde danach esse ich dann meistens auch Kohlenhydrate. Das heißt aber, ich esse meistens den ganzen Tag über keine Kohlenhydrate und hat einen Fitnesshintergrund, hat aber auch einen Hintergrund, dass ich eben einfach produktiver bin, wenn ich das nicht mache. Ja? Okay, soweit so gut. So, Frage Nummer 2 von TV-Tools 9. Welches ist im Moment dein lukrativstes Business? Freue mich auf die Roomtour. Gut, die Roomtour ist jetzt nochmal ein anderer Punkt. Heißt also, ich bin jetzt sowieso gerade im Urlaub, deswegen gibt es erstmal keine Roomtour. Mein lukrativstes Business oder das Business mit dem größten Umsatz, mit dem höchsten Umsatz, ist ein Business, welches noch nicht public ist, also was public ist, aber was ich noch nicht öffentlich
mit mir in Verbindung gebracht habe, einfach aus strategischen Gründen. Das tun mein Geschäftspartner und ich Ende November, Anfang Dezember. Ja, da werde ich oder da werden wir auf einigen bekannteren Online-Magazinen Interviews haben. Werde ich euch aber direkt Bescheid sagen und dann gehen wir damit public. Ja, das heißt also, geduldet euch auch ein wenig. Ende November, Anfang Dezember stelle ich euch ein sehr großes Business von mir vor. So, nächste Frage von The Wolf. Ja, muss ja Englisch sein, weil The. Hey Chris, wie lange hast du damals an deinem Online-Business gearbeitet, bis du davon leben konntest, beziehungsweise deinen Job gekündigt hast? Gruß. The Wolf. So ziemlich genau ein Jahr, habe ich aber schon öfter gesagt, aber so ungefähr ein Jahr habe ich daran gearbeitet und dann konnte ich meinen Job kündigen. Es war so 2010 bis 2011 irgendwann, bis ich dann meinen Job aufgeben konnte. Nächste Frage von Ryan Berangi, muss wohl amerikanisch sein. Gehst du trainieren? Ja. ja, tue ich. Sniperjunge22 fragt Google Translate Stimme. Also das bezieht sich auf das letzte Video, wo ich eben die Sachen vorlesen lassen habe. Nein, war keine Google Translator Stimme, sondern eine Sprecherin. Aber wie gesagt, ihr habt gesagt ohne. Deswegen mache ich jetzt mal ohne Feedback unter dieses Video. Ja. Nächste Frage von... Sorry. Von... Anilsen Productions. Hey Chris, was würdest du machen, wenn du noch 15 bist und dein aktuelles Wissen hättest? Fände ein Fan-Treffen cool. Eine sehr unlogische Vorstellung, weil ich mit 15 noch sehr, sehr kindisch, oder ich zumindest sehr, sehr kindisch war, weiß allerdings auch, dass es einige Leute gibt, die meine YouTube-Videos verfolgen, die nicht so kindisch sind, wie ich es war. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich ja schon relativ früh, sag ich mal, unbearbeitet sozusagen aus meinem alten Job rausgesteppt bin und meinen neuen Job als Unternehmer angetreten bin, schon mit 20, 21, was ja schon relativ früh ist. Heißt also, ich habe ja nie wirklich so lange in der Arbeitswelt gearbeitet, es waren jetzt knapp 5 Jahre. Also bin schon relativ früh rausgestiegen, aber mit 15 kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich zu sein. Unabhängig von den Problemen, die man dann wahrscheinlich hat, dass man eben 18 sein muss für viele Sachen, würde ich natürlich genau das gleiche machen wie jetzt. Ich würde Coaching-Produkte aufbauen in verschiedensten Nischen und diese online vermarkten, ja, weil das eben für mich die beste Art von Business ist, weil du hast eine 100%ige Marge und so weiter, du kannst ganz automatisiert verkaufen und so weiter und so fort. Ich würde genau das gleiche machen. Nächste Frage von Pultikulti. Wie findest du die Anti-Tattoo-Seiten auf Facebook? Die habe ich sehr gelacht, wo ich die Frage gelesen habe, weil ich nicht wusste, dass es sowas gibt vorher, auch nicht wirklich nachgeguckt habe, was es ist. Wurde geschrieben, nachdem ich das Video veröffentlicht habe, wo ich hier meine Tattoos gezeigt habe und die Bedeutung dahinter in der letzten Folge von Frag Chris. Keine Ahnung, was es sein soll, hört sich auf jeden Fall ziemlich schwachsinnig an, eine Anti-Tattoo-Seite ins Leben zu rufen. Ja, vielleicht ist es auch Pro-Tattoo, aber Anti hört sich erstmal negativ an und jeder, der irgendwie eine Seite startet, um etwas Negatives zu posten, hat in meinen Augen sowieso eine Klatsche. Ja. nächste Frage von AlexBow2. Hey Chris, denkst du, es macht einen großen Unterschied für dich, eine Platin-Daytona zu besitzen oder hättest auch eine Stahl-Daytona sein können? PS, ich finde dich richtig cool und wäre auch mal cool, wenn du ein Fan-Treffen machen würdest. Wie gesagt, mit dem Fan-Treffen ist für mich erstmal sowieso eine sehr seltsame Vorstellung. Schreibt mir hier unter dieses Video, falls ihr das wirklich wollt. Ist für mich schwierig vorstellbar, ja, weil ich mich nicht als Star oder sowas ansehe, ja. Und ein Fan-Treffen, sehr, sehr seltsam für mich ist. Aber schreibt es drunter zu der Frage, ich habe gar keine Platin-Daytona. Also das ist eine Daytona mit Rosé-Gold, ja. Und die habe ich mir eben geholt, weil es nicht zu auffällt, also es sieht nicht sehr nach Gold aus, aber sieht sehr, sehr schick aus, wie ich finde. Ja, deswegen habe ich mir die geholt. Und zu deiner Frage, hätte natürlich auch eine Stahl-Daytona sein können und vielleicht hole ich mir auch noch eine. Ja, mal gucken, vielleicht hole ich mir noch demnächst, ich habe auch wieder Lust auf eine Stahl, oder vielleicht hole ich mir demnächst noch eine andere dazu. Aber genauso, ja, fand ich sie eben extrem schick und nice und habe sie deswegen so geholt. Ja. So, nächste Frage von Lukas Dürfel. Hey Chris, mich würde mal interessieren, wie du dir deine Skills, / Wissen, Netzwerk einrichten, Firmengründung, Rhetorik angeeignet hast, Seminare besucht, Trainer, Mentor genommen.
ja, Netzwerken größtenteils durch Praxis, weil du kannst es ja nur praktisch machen. Ja, du musst, lernst es ja, indem du wirklich netzwerkst mit anderen Personen, dich austauscht und so weiter. Rhetorische Skills auch, aber ich bin eben auch ein autodidaktischer Lerner. Heißt also, ich lese sehr, sehr viel zu Hause, gehe nicht so viel auf Seminare wie jetzt vielleicht manch anderer, liegt aber einfach nur an meiner persönlichen Präferenz, ja, weil ich nicht so gerne auf Seminare gehe. Ein anderer vielleicht schon, ja, je nachdem, wie du besser lernst. Ich, wie gesagt, für mich ist größtenteils Netzwerken auch natürlich ein Weg zu lernen, ja, ganz klar, einer der besten Wege. Also Netzwerken heißt, sich mit anderen Personen auszutauschen, Bücher und Praxis, also wirklich praktische Erfahrungen sammeln einfach in einem Bereich, wirklich die Sachen umsetzen. So, letzte Frage für diese Folge von Frag Chris, weil ich es cool finde und es einfach nochmal reinbringen will, ist von Kalashnikau. Hey Chris, wo bekomme ich das Buch Anthony Robbins Awake the Giant Within her? Fragezeichen. Bitte um eine Antwort und allem vorweg ein riesen Respekt für deine Leistung, dein Auftreten und deine Einstellung. Respekt, weiter so. Vielen Dank erstmal für das Kompliment. Anthony Robbins Awake the Giant Within bekommst du natürlich auf Amazon, wo man jedes Buch eigentlich bekommt. Oder du holst dir gleich die deutsche Version, so wie viele andere wahrscheinlich auch. Anthony Robbins, das Robbins Power Prinzip, ist eines der besten Bücher, welches ich jemals gelesen habe, habe ich schon öfters gesagt, ich weiß. Und auch das bekommt man auf Amazon. Ja, einfach nur um Werbung für das Buch zu machen, was mir sehr, sehr viel geholfen hat und woraus ich sehr, sehr viel gelernt habe. Okay, soweit so gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch bzw. liked das Video. Abonniert meinen YouTube-Channel bzw. liked meine Facebook-Page für weitere solcher Videos, um keins mehr zu verpassen. Und natürlich schreibt mir Kommentare in die Kommentare. Wie fandet ihr das Video? Was sind eure Fragen? Wie findet ihr das Format? Habt ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge? Und so weiter und so weiter. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.